Ihr hört mich die ganze Zeit nicht reden. Oh mein Gott, seit 13 Minuten, es tut mir so leid. Okay, ja, da bin ich wieder. Haha. Oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Okay, wir machen einfach weiter. Hier vorne ist nichts. Okay. Da oben war noch einer. Den kriegen wir angelockt, pass mal auf. Na? Scheint also keiner mehr da zu sein. Okay, was haben wir denn hier? Da was drin? Nein. Zwei Laternen hängen da noch. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Guck mal, der ist was wert. Oh nein. Oh nein, wir sind überlastet. Oh fuck, okay, wir müssen gucken. Der Nord-Zweihänder, das alte Nordschwert. Was machen die denn an Schaden? Also, der ist nicht so gut wie mein Bogen. Aber ich würde ihn gerne mal ausprobieren. 9 Schaden, 9 Schaden. Dann kann ich den fallen lassen. Okay, die behalte ich alle. Dann haben wir die Akademiestiefel, die können weg. Das Eisenschild. Das ist mein Schild, ja. Das kann auch weg. Der Pelzsack kann weg. Okay. Oh shit, guck mal, wie viele Tränke wir mittlerweile haben, ne? Nicht schlecht. Wir essen erstmal ein bisschen Brot. Die haben auch Gewicht, okay. Shitter. Die auch. Da haben wir gar nicht reingeschaut, ne? Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in den Händen und mit ihrer Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Luca Valerius hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ölsturz-Hügelgrab war. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichte und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Aha.
Okay. Dann kommt man, die wiegen auch immer ein. Okay, das kann also auch weg. Nee, nicht öffnen. Ich wollte das nur anklicken. Und was haben wir hier? Können wir das nach Gewicht sortieren? Ja. Aber die Leintücher wiegen so viel? Echt? Keine Ahnung, dann droppt mal 10. Das sind ja dann schon 30 Kilo weniger. Ja, krass. Okay. Boah, guck mal, das ist echt gescoped. Das ist ja geil. Wofür ist der andere Scopy da? Weiß man nicht. Aber er ist cool, Alter. Er ist cool. Aber ganz in der Mitte ist das nicht, ne? Guck mal hier. Kurios. Ist hier noch was hinter? Glaube nicht. Opa. Mach mal den hier. Und so gucken, ob ich jemand anlocken kann. Sieht nicht so aus. Ich meinen Pfeil wieder. Oh, das ist aber auch ein echt weiter und langer Weg. Okay. Dass eine Geschichte erzählt. Okay. Vielleicht müssen wir uns die Hand einmal anschauen. Ah. Kann ich mir die anschauen irgendwie? Okay, da. Bär, Motte, Eule. Bär, Motte, Eule. So.
Okay, Freunde, das haben wir. Das haben wir geschafft. Ihr wartet doch bestimmt jetzt ein Endboss auf uns oder so. Ich habe mich voll erschrocken. Holy. Holy Diver. Der hat gesagt, ich muss nur kurz hier reingehen und mir das Ding holen. Was ein Affe, ey. Von wegen nur kurz. Sehe aber auch keine Gegner. Irgendwas wird hier passieren, ich bin mir sicher. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Was ist das da? Was ist das? Wort der Macht gelernt. Kraft. Unerbittliche Macht. Aua! Schrei mich nicht so an! Alter, mein Trommelfell ist fast geplatzt. Alter, du schreist aber auch rum, ey. Alter. Uiuiuiui. Das ist der Drachenstein. Okay. Wie kann ich denn noch tragen? Oh, kann ich ja wieder ein paar Leinen mitnehmen. Oha. Okay. Ja. Ja. Dann lass doch mein Eisenschild mal hier. Dann kann ich das zu meinen Favoriten tun. Und anstatt das mitzunehmen. Nehmen wir das mit. Okay. Wie komme ich jetzt hier raus? Hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Aha.
Aha. Amulett von Aktosch. Aha. Aha. Orkischer Streitkolben. Rolle der Harmonie. Okay, hier geht's wieder raus. Oh, hallo. Nocturnal ist die Dedra-Fürstin der Heimlichkeit und der Schatten sowie Schutzpatronin der Diebe. Okay. Okay. Wo auch immer wir jetzt sind. Alter, der Himmel, ey. Hoho. Leck mich am Arsch. Ja, und jetzt? Guck mal. Frage ist, wo wir jetzt ausgekommen sind. Aha. Okay. So, bevor wir jetzt ganz runtergehen, würde ich behaupten, machen wir hier einen Cut. Und ja, sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt Let's Play Skyrim, meine Freunde. Und guckt euch diesen schönen Himmel an. Mit diesem Anblick verabschiede ich mich von euch und freue mich auf die nächste Folge. Haut rein!